Gut, jetzt sollen wir uns Zugang zum östlichen Lagerraum verschaffen. Das machen wir natürlich. Ach Mann, diese Wir können atmosphärische nur Musik hoffen, dass sich fehlt Selene wirklich. heute Abend durchsetzt. Tatsächlich hat das gereicht. Das ist auch nichts Besonderes. Der ist ganz nett, der Speerhelm. Gut, das war's aber jetzt. Tatsächlich, mehr kann ich hier draußen nicht machen. Wir haben gerade mal die Hälfte des Ansehens. Mal gucken, was jetzt passiert. Inquisitor, einen Moment bitte. Ich bin mir sicher, ihr seid im Umgang mit den meisten Adligen vertraut. Aber das Spiel ist etwas anderes als die Intrigen in den Freien Marschen. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Klingt, als wären sie nett. Ich werde vorsichtig sein. Keine Sorge. Ich werde vorsichtig sein. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Mhm. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicher. Ja, wahrscheinlich. Warnt auch bitte die anderen. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Insbesondere Cole. Ja. Vorausgesetzt natürlich, ihr schafft es, dass ihr euch zuhört. Daran habe ich nicht gedacht. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Na gut, wie sie meint. Ja gut, Cole mitzunehmen war vielleicht doch nicht so schnell. Über uns wachen. Ja. Das wird heftig, ja? Ich fühle mich nicht besonders vorbereitet, muss ich zugeben. Naja. Da sind wir. Ich denke, ab hier können wir auch Ansehen verlieren, wenn wir was falsch machen. Es gibt hier gleich wieder Wege weg. Wo führen die hin? Ha, nirgendwo hin? Könnte es sein, dass wir vielleicht zuerst zur Kaiserin müssen? Okay, hier ist auf jeden Fall ein Gang nach unten. Zur Hauptebene. Na gut. Wartet mal. Was hat Gespard vor? Wie konnte man laufen? Es würde mich nicht überraschen, wenn er den Inquisitor nur zum Spaß hergebeten hätte. Das glaube ich aber auch nicht. Lehnen wir uns hier mal ein bisschen rüber. Hey, pst. Hör mal zu, los bitte. Das denn sie nützen. Auf keinen Fall kannst du das machen. Du musst nicht mit ihr gehen. Komm, und dann wird es nicht auf der Fall. Du musst das verstehen. Niemand kann das. Wie langweilig. Das hat uns leider gar nichts gebracht. Kann Gespard ohne. Das dürfte nützlich sein. Okay, wir haben irgendwas gehört anscheinend. Sehr interessant. Wo geht's da eigentlich hin? Ah, da geht's dann wirklich weiter. Warum sind hier so viele Elfen? Die Kaiserin hat sie eingeladen. Also, seid höflich. Es heißt, Selene hätte den gesamten Flügel umgestalten lassen, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt. Warum tut sie so etwas ausgerechnet jetzt? Wir haben ja auf jeden Fall noch mehr Leute. Wo auch immer Liliana ist. Vielleicht im Schatten. Diese Paradeuniform ist lächerlich. Eine formelle Rüstung wäre besser gewesen. Ja, wir sehen voll doof aus, ne? Solus ist schon drin. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Okay, das ist gut zu wissen. Wie kann man das hier nur als Vestibül bezeichnen? Ist eine Empfangshalle. Oh, da ist Großherzog Gaspar. Es ist kaum halb so groß wie die Empfangshalle des kaiserlichen Palastes. Natürlich ist es ein Vestibül. Ich persönlich würde es ja eher als Vorraum bezeichnen. Euch hat aber niemand gefragt. Was ist denn mit den Leuten nur falsch? Ein Gästeflügel? Der Gästeflügel ist im Augenblick nicht öffentlich zugänglich, Inquisitor. Ich verstehe. Oh, wir können nochmal lauschen? Du bist nicht in der Lage, wie dem Prinzen. Im Schlafgarten unter dem Planeten.
zu wissen. Der redet irgendwie extrem abgehakt. Ich kann es kaum glauben, dass Gespar. Wir haben tatsächlich noch ein Geheimnis gefunden. Interessant, Zwerge sind auch hier. Großherzogin Florian muss ein Wunder vollbracht haben. Was ist hier los? Die große Bibliothek. Oh, das wird uns helfen. Der Winterpalast. Die große Bibliothek von Halam Shiral. Die Büchersammlung des Winterpalastes ist eine der größten der Welt. Lediglich die Bibliotheken der Universität von Olé sowie des kaiserlichen Palastes können sich mit ihr messen. Die Regale wurden von dem berühmten Tischler Gustav aus Valfontaine entworfen sowie gebaut und zeigen seine herausragende Intarsientechnik besser als jedes andere seiner noch erhaltenen Werke. Mhm. Dann wollen wir da doch mal eintreten. Oder auch nicht, weil es noch nicht geht. Wehe, das ist wirklich dauerhaft versperrt, aber ich glaube, das würden sie nicht machen. Wie lange wird Orsama ohne die Lebensmittellieferungen durchhalten? Nicht lange. In der letzten Depesche hieß es, dass im Diamantenviertel wegen des Nahrungsmangels Unruhen ausgebrochen sind. Das klingt so ganz und gar nicht gut. Ich wusste nicht, dass es denen so schlecht geht in Orsama. Der königliche Flügel, ja, da kommen wir noch nicht hin. Ich habe Gespard nie für fromm gehalten. Er verspricht sich durch die Inquisition wohl einen militärischen Vorteil. Mehr zu flüstern gibt's nicht, ja? Zum Zuhören. Ich wünschte, es gäbe mehr Neuigkeiten aus der Großherzogin. Es heißt, der Großherzog hat die Inquisition eingeladen. Nochmal mit dem Reden. Ich hatte mich schon so auf die Gärten des königlichen Flügels gefreut. Sie sollen ja die prächtigsten Gärten des Reiches sein. Ein Jammer, dass der Flügel gesperrt ist. Mhm. Wie konnte sich die Kaiserin die Renovierung des Palastes leisten, während sie Krieg führt? Tja. Angeblich war es gar keine Renovierung. Es heißt, der Palast wurde von Gesparts Katapulten beschädigt. Oh. Er hat auf den Winterpalast geschossen? Das ist ungeheuerlich. Gut, mehr können wir jetzt aber nicht machen. Noch was von den beiden? Solus ist schon drin. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Je eher wir hineingehen, desto schneller haben wir es hinter uns. Na gut. Dann gibt es jetzt kein Zurück mehr. Es lädt mal wieder. Es ist soweit. Okay. Bin ich wirklich bereit? Und nun begrüßen wir Großherzog Gespard de Chalon und an seiner Seite Lord Inquisitor Trevelyan, Sohn von Ben Trevelyan von Ostwick. Da ist die Kaiserin. Sie gilt es zu beschützen. Der Zwinger der aufständischen Magier Fereldens, Sieger über die Abtrünnigen des magischen Untergrunds. Streiter der gesegneten Andraste. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. Was passiert jetzt? An der jetzt? Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, okay, Portia, ich glaube, ich muss Calogera, laufen. Es gibt Philomena, keine andere Möglichkeit. Ja, macht weiter. Pentagast, 14. Cousine des Königs von Nevarra. Heldin von Olé, rechte Hand der Göttlichen. Der Elfendiener des Lord Inquisitors Solus. Sir Cullen Stanton Rutherford von Honleith. Kommandeur der Streitkräfte der Inquisition. Ehemaliger Kommandant von Kirkwall. Lady Leliana, Nachtigall des kaiserlichen Hofs. Veteranin der fünften Verderbnis. Mhm. Truchsess der Inquisition und linke Hand der Göttlichen. Jetzt kommt und das. Lady Josephine Charette Montillier von Antiva, Botschafterin, okay, der Inquisition. Ich hätte Vivian mitnehmen sollen. Naja, gut. Mehr bleibt uns ja nicht übrig, hä? Jetzt geht's auf. So. Base, werte Schwester. Großherzog. Es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt.
Spart euch eure Höflichkeiten, Selene. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Okay. Inquisitor? Lord Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Darf ich vorstellen, unsere Base, die Großherzogin von Leeds, ohne die dieser Ball nicht möglich gewesen wäre. Was für ein unerwartetes Vergnügen. Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später, Inquisitor. Okay. Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Gleich instant Karten auflegen, so ganz dumm. Es ist mir eine Ehre. Ich freue mich, hier zu sein, Eure Majestät. Wir haben schon viel von euch gehört, Inquisitor. Eure Taten sind in aller Munde. Wie gefällt euch Halam Shiral? Mir fehlen die Worte dafür. Es ist so großartig, mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht beschreiben. Mit Worten würde ich der Schönheit Halam Shirals nicht gerecht. Eure Bescheidenheit ehrt euch und spricht für die Inquisition. Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Oh oh. Tanzen und Hauptcharakter aus einem Mass Effect-Spiel. Keine gute Idee. Das funktioniert nicht. Inquisitor, auf ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. Liliana. Was kommt jetzt? Ansehen hat sich nicht verändert. Wie geht es Mama und Papa? Sind sie gesund? Brauchen sie irgendwas? Jetzt geht's richtig ab, hä? Okay, mit Liliana spreche ich also ganz zum Schluss. Ach, es gibt noch so viel zuzuhören. Bin nicht auf ihrer Seite, aber ich sehe es ähnlich. Du könntest dich auf dem Anwesen tatsächlich etwas mehr einbringen. Und lass die Schultern nicht so hängen. So, reden wir mal mit Josephine. Oh, Josephine, ist er das? Ach, Inquisitor, bitte erlaubt mir, euch meine kleine Schwester vorzustellen. Yvette Gabriella Montier. Sie ist noch nicht so weit, ha? Es ist mir ein Vergnügen. Schön, eure Bekanntschaft zu machen, Lady Montier. Inquisitor, ich habe schon so viel von euch gehört, aber längst nicht alles. Josephine schreibt mir zwar, aber sie erzählt mir nie etwas. Ist es wahr, dass einige aufständische Magier in Redcliff Blutrituale und Orgien feierten, bis ihr ihnen das Handwerk gelegt habt? Wo hast du denn diesen Unsinn her? Das sagen in Antiva alle. Und? Ist es wahr? Nein, ich fürchten eigentlich nicht. Aber naja. Diese Geschichten sind nur Wunschdenken, my lady. Oh, dann war es in Redcliff sicher langweilig. Ganz von wegen. Erzählt mir von euch. Erzählt mir von euch, Lady Yvette. Das ist das erste Mal, dass ich eine von Josephines Verwandten treffe. Sie hat gewiss nicht die Künstler erwähnt. Ich habe bei den königlichen Meistern in Antiva Malerei studiert. Du solltest stolz auf mich sein, Josie. Ich werde meine Werke in der nächsten Saison im größten Salon der Stadt ausstellen. Hast du tatsächlich mal ein Gemälde fertiggestellt? Ich muss warten, bis mich die Muse küsst. Und ich muss die Rechnungen deiner Lehrer bezahlen. Oh, glitscht einfach durch die Gegend. Der kam einfach durchgeschossen. Wie gefällt euch der Abend? Genießt ihr den Ball? Ich treffe viele. Die Tanzerei langweilt mich, euer Gnaden. Aber die Galerie der Kaiserin ist überwältigend. Yvette? Tut mir leid, Josie.